Hallo und grüß euch, schön, dass ihr wieder dabei seid. Geht's mit mir eine Runde durch den Garten. Ich zeige euch ein paar Pflanzen, die man oft abschätzig als Unkräuter bezeichnet. Viele von denen sind ganz wertvolle heimische Heil- und Nutzpflanzen. Ich zeige euch ganz was Einfaches, was ihr damit auch machen könnt bei euch daheim. Und von der Kose kriegt ihr einen super Tipp, wie man aus den frischen Blättern der Birke einen köstlichen Saft machen kann. Ich glaube, ihr kennt das alle. Ihr habt vielleicht einen Gemüsegarten, kommt einmal eine Zeit lang nicht dazu. Oder habt eine Fläche, die ihr brach liegen lasst. Und schon kommen sie, unsere geliebten Beikräuter. Eine der wirklich der liebsten Pflanzen, finde ich, in unseren Nutzgärten ist der Ehrenpreis, der persische Ehrenpreis. Werdet ihr sicher kennen, aber vielleicht noch nicht so bewusst wahrgenommen haben. Der hat so ganz kleine, zarte, blaue Blütchen, so mit einer weißen Mitte. Und dieser Ehrenpreis ist in allen Teilen essbar. Ich sage immer, er wächst so ähnlich wie eine Krake. Der krabbelt überall so fein rein, man kann ihn relativ leicht ausjäten, ist völlig unproblematisch, ist einjährig, das zieht sich immer wieder neu aus. Und den kann man echt super verwenden als essbare Deko. Also einfach die Blütchen abpflücken und dann zum Beispiel auf einen zugerichteten Salat draufstreuen oder was auch ganz gut ist, finde ich, mit verschiedenen Käsearten harmoniert das auch sehr und schaut natürlich richtig lieb aus und gleichzeitig, es lieben ihn die Wildbienen. Für uns sind es ja kleine Blüten, aber für eine Biene ist es trotzdem eine Riesenblüte und der gibt reichlich Nektar ab, also ist wirklich, wirklich wertvoll. Also kann man mal überlegen, vielleicht lässt man einfach einmal stehen und gewähren und freut sich dann an diesen Blüten, kann es nutzen und die Bienen haben was davon. Also von Markus gibt's für die hellblauen Blüten einen Ehrenpreis und deshalb kommen sie auch in seinen Kräutersalat. Der nächste Gesundheitsbooster, der wächst gleich nebenan. Von vielen Gartenbesitzern, ich weiß es, oft ein bisschen gefürchtet, ich will gar nicht sagen verflucht, weil er einfach wirklich sehr, sehr gut sich auf den Weg machen kann. Es läuft für ihn, sage ich, immer wie am Schnürchen, weil er bildet so lange Schnüre aus und bewurzelt sie dann immer wieder, der Gundermann. Aber was viele nicht wissen, der Gundermann ist essbar in allen Teilen, sehr gesund, eine wichtige Heilpflanze und er wird extrem von unseren Bienen geschätzt, Honigbienen sowieso, aber vor allem Wildbienen lieben den, fast 40 verschiedene Arten kann man da auf dieser heimischen Pflanze beobachten, sogar manche Schmetterlinge gehen drauf und holen den Nektar, er hat sehr, sehr reichlich an Nektarproduktion, die Blüten, braucht man nur anschauen, ist so richtig ein schönes Himmelblau, finde ich, so ein dunkles Himmelblau, eignen sich auch wieder super als Deko. Ich nehme es ganz gern her, auch ein bisschen mit dem Kraut ganz fein zerhocken, einfach einmal in eine Eierspeis reingeben oder gebt es auf ein Butterbrot, wie auch immer. Würde auch gut mit Spargel zum Beispiel jetzt vom Geschmack her harmonieren. Die Blätter haben ein bisschen eine herbere Note und die Blüten sind jetzt geschmacklich nicht so ausgeprägt, schauen einfach sehr schön aus und sind gesund. Praktische Gourmet-Tipps von Markus. Auch der Gundermann kommt in die Schüssel. Eine wunderbare heimische Wildpflanze, total unterschätzt. Wächst bei mir übrigens da zwischen den Heidelbeeren, da fühlt sie sich sehr wohl. Geht vom Schatten, wie man da sieht, oder Halbschatten, bis in die Sonne. Uns besuchen jetzt auch dauernd die Wildbienen. Der Günsel ist einerseits ein wirklich wertvolles und ein sehr altbekanntes Heilkraut, eine Heilpflanze, könnte man trocknen, sowohl die Blüten als auch das Kraut und aus Tee trinken. Ich mag es einfach so ganz gern. Ich nehme jetzt lauter verschiedene Sachen und die machen wir dann so eine Art Wildkräutersalat. Das machen wir um die Zeit sehr gern, weil da einfach so viel da ist und der Austrieb noch frisch ist und ein bisschen milder, weil das Kraut hat doch einen wirklich einen intensiven, vielleicht für manche einen sehr herben Geschmack, aber das kann man ja super zum Ergänzen nehmen oder denkst zum Beispiel an eine Kräuterbutter. Wäre super, ganz fein hocken in der Kräuterbutter rein. Blüten natürlich wieder eine herrliche essbare Deko und ich glaube, es sind auch beim Günsel knapp an die 40 verschiedene Wildbienen, die da drauf fliegen und sich da Nektar
und Pollen holen. Also ganz eine wertvolle Pflanze, auch wieder für unsere Tierwelt und für uns auch sehr wertvoll. Und ich baue es einfach, so wie es mir halt ein bisschen in die Küche mit ein. Der Günsel ist von den Inhaltsstoffen stark antibakteriell, antiviral, entzündungshemmend. Ihr kennt euch zum Beispiel, wie man es auch von den Gänseblümchen her kennt, so einen gequetschten Brei-Umschlag machen. Einfach die Blätter so ein bisschen zusammenquetschen und auf so kleine oberflächliche Wunden drauflegen, ist wundheilend. Oder es nehmt ihn einfach in den Mund, ist sehr gut, wenn man, vielleicht kennt ihr das hin und wieder, hat man so Entzündungen im Mundraum, im Rachenraum, sehr gut. Oder bei Verkühlungen einfach einmal ein paar Blätter nehmen, ist sehr angenehm, finde ich, zum Kauen und wirklich gesund. Eine wunderbare heimische Pflanze, jetzt weniger im Gemüsegarten, aber man hat es hin und wieder im Beet oder vielleicht auch eben, wenn ihr einen großen Garten habt, irgendwo so in so schattigeren, waldartigen Partien. Eigentlich eine Waldpflanze, bei uns wächst sie im Wald drinnen, ist die Knoblauchrauke. Und wie der Name schon verrät, Knoblauch, man braucht nur das Blatt nehmen, ein bisschen reiben und riechen und hat sofort so einen ganz feinen, angenehmen, knoblauchartigen Duft drinnen. Und es war ganz lustig. Ich glaube, gestern oder vorgestern hat mir meine Schwägerin, also die Schwester von meiner Frau, ein Foto geschickt. Die hat das in einem Beet, ist das irgendwie aus Samen drinnen gewesen. Was ist das? Was soll ich damit machen? Da haben wir ein bisschen hin und her geschrieben. Und dann hat sie ein köstliches Pesto damit gemacht, weil die Knoblauchrauke kann man eigentlich in allen Teilen essen. Wenn man sich ein bisschen beschäftigt, kann man richtig viel draus holen. Die Samen, die jetzt dann langsam reif werden, mit denen kann man so ein Art scharfes, pfefferähnliches Gewürz machen. Man könnte die Wurzel auch rausnehmen von den jungen Pflanzen und kann die so ja, in Stücke schneiden, aus Gewürz nehmen, hat so einen senfartigen Geschmack, ist sehr gesund, eben wahrscheinlich durch diese Senföle, die drinnen sind. Und was sie so wertvoll macht jetzt für die Tierwelt, es gibt ein paar Falter, die fahren richtig ab auf diese Knoblauchrauke, zum Beispiel der Aurora-Falter. Wirklich ein sehr, sehr schöner, kleiner, relativ kleiner, aber auffälliger Falter. Eigentlich so weiße Flügel und so orange Flügelspitzen. Der legt seine Eier ab und saugt aber auch am Nektar von der Knoblauchrauke. Und die Raupen entwickeln sich dann auf dieser Knoblauchrauke. Ich bin ja eh alles vergund, aber ein paar Blatteln nehmen wir die Raupen weg vom Aurora-Falter. Und dann geht's runter in den Garten. Hier findet Markus noch den richtigen Belag für ein Butterbrot. Was haben wir denn hier, Liebes? Mach mal die Kostprobe. Hat man sofort einen kressenartigen Geschmack im Mund. Es ist Wiesenschaumkraut. Das ist nämlich, ist ein Kreuzblütler, ist verwandt mit der Brunnenkresse. Und so schmeckt es auch. Hat eine angenehme Schärfe, eine Würze, aber nicht störend. Und das werde ich mir dann auf mein Butterbrot geben. Das werde ich mir schön fein schneiden, vielleicht ein paar Blüten dazu. Schaut super lieb aus, würde aber auch sehr gut zum Beispiel mit einem Frischkäse harmonieren. Könnt ihr auch in Suppen reingeben, natürlich auch in einen Salat. Und alles Mögliche kann man damit machen, ist wieder eigentlich in allen Teilen essbar. Übrigens auch der Aurora-Falter, der legt da auch wieder seine Eier drauf. Die haben eine gewisse Nähe, eine verwandtschaftliche. Und die Blüten sind vielleicht jetzt auch wieder relativ kleine Blüten, aber sind sehr nektarreiche Blüten. Das heißt, die werden sehr gerne besucht und manchmal findet man was, das schaut so aus, wie wenn es ein bisschen so ein kleines Schaumtröpfchen oben ist. Da entwickeln sich in diesem Schaum drinnen die Jungen von den Schaumzikaden. Das schaut aus wie so ein kleiner Mini-Heuschreck, könnte man sagen, ein Miniatur-Heuschreck. Und der legt da auch hin und wieder seine Eier drauf und in so einem Schaumnestchen. Und wenn man da dann raufblast, vorsichtig raufblasen, dann sieht man diese kleine Larve, die sich in diesem Schaumbett da entwickelt. Do you remember those long summers?
I'd stayed up at night and dreamed of ways the world. Ah, da haben wir ja was sehr was Gutes. Immer schön für ein bisschen Kindheitsfeeling. Man braucht nur Kosten vom Sauerampfer und fühlt sich sofort wieder zurückversetzt in seine Kindertage. Ich glaube, jeder hat den probiert oder kostet. Ist einfach eine nette Erfrischung zwischendurch. Und vielleicht ist es gar nicht so bekannt, dass der Sauerampfer bei uns jetzt vielleicht nicht so, aber Richtung Deutschland und Frankreich ist er in der Küche äußerst beliebt. Der wird zum Teil sogar gemüseartig. Ich glaube, auch in England machen sie das, da bauen sie den an. Also da wird er richtig in den Gemüsegarten gesetzt, damit man immer genügend zum Ernten hat. Und äußerst beliebt ist der Sauerampfer in Suppen, weil, wie der Name es ja eh schon irgendwo verrät, sauer, er hat so eine Säure, eine angenehme Säure, das weiß man seit der Antike scheinbar, ist das so eine Art Geheimrezept vor dem Schlemmen, also wenn man vorhat, richtig reinzuhauen, fettreich, schwer essen. Haben es früher schon gewusst, da braucht man eine Sauerampfersuppe. Es regt die Galle an, ist gut für den Magen und unterstützt dann sozusagen die Verdauung. Und überhaupt ist die ganze Pflanze eigentlich in allen Teilen sehr gesund. Man sollte nur, ähnlich wie beim Rhabarber, nicht zu viel und nicht laufend essen. Aber das tut man mit Wildkräutern eigentlich eh nicht. Man nimmt eh so kleine Portionen, immer mischt es ein bisschen ein. Man könnte zum Beispiel aus die Stängel, weil ich vorher Rhabarber gesagt habe, aus die Stängel eine Art Kompott machen. Dann hat man einen Sauerampferkompott. Sauerampferkompott, schweres Wort. Oder man nimmt die Stängel her und belegt zum Beispiel einmal einen Kuchen. Statt am Rhabarber, dass man das einmal mit Sauerampfer probiert, wäre einmal ein einfaches Rezept. Und Sauerampfer wachsen ja zum Glück noch relativ viele. Und was auch kaum bekannt ist, dass der Sauerampfer eine unserer, ja, ich glaube, es ist wirklich eine der wichtigsten Raupenfutterpflanzen. Das heißt, ganz, ganz viele verschiedene Schmetterlinge legen die Eier auf den Sauerampfer und da entwickeln sie dann die Raupen und fressen eben dann diesen köstlichen Sauerampfer. Und während Markus noch in Kindheitserinnerungen schwelgt, schauen wir zu Cosi. Bei Cosis Deko-Tipp geht's heute um eine einfache, aber wunderschöne Tischdeko für den Frühlingssommer. Was man dazu braucht? Eine Schilfmatte, ein paar Gläser unterschiedlicher Größe, Kerzen und Blumen aus dem Garten. Die Schilfmatte gibt's in jedem Baumarkt. Hier werden einfach die Stäbe abgetrennt und in der richtigen Größe für die Gläser zugeschnitten. Ein Gummiband fixiert die Stäbe um das Glas. Anschließend einfach mit einem Spagat oder einer Schnur nach Wahl umwickeln und Blumen aus dem Garten oben in die Stäbe stecken. Auch Kerzenständer freuen sich über einen Blumengruß. Einige der Gläser befüllt Cosi mit Wasser. Anschließend einfach ein wenig Heu oder Stroh drauf drapieren und mit Blumen dekorieren.
Aus den vertrockneten Gräsern aus dem Garten flechtet Cosi jetzt noch Serviettenringe. Noch den Tisch mit Heu dekorieren. Die leeren Dekogläser mit Kerzen befüllen. Et voilà! Fertig ist die zauberhafte Tischdeko. Und Markus? Der sorgt jetzt noch fürs Essen. Jetzt werden wir uns das Wiesenschaumkraut, da die Blüten, die tue ich mir nachher runter, als essbare Deko, weil die sind einfach wirklich so lieb. Könnt ihr euch ja auch in eine Vase reinstellen, dann habt ihr es alle schön gemütlich. Aber für das muss man natürlich auch erst einmal Blüten im Garten haben. Das ist so wichtig, dass wir schnell lassen. So, und das hacken wir uns alles fein zusammen, oder? Schaut einfach lieb aus, so schon mal, mit dem Lila von den Blüten. Und dann legen wir uns da einfach noch ein paar Blüten auf. Weil, wie sagt man so schön, das Auge ist ja bekanntlich mit, aber jetzt kosten wir mal. Grüße. Gut. So, bevor jetzt ich mein Brot auf ist, macht euch die Cosi noch einen köstlichen Birkenblättersaft. Für den Birkensaft erntet Cosi einfach einen Korb voller Birkenblätter. Jetzt 250 Gramm Zitronensäure in 5 Liter Wasser geben, umrühren und die Birkenblätter einlegen. Nun darf das Birkenlaub 24 Stunden im Topf rasten. Zwischendurch darf gerne auch immer wieder mal umgerührt werden. Und danach sieht das Ganze so aus. Und jetzt das Ganze noch abseihen. Für 5 Liter Wasser werden 5 Kilogramm Zucker und 250 Gramm Zitronensäure benötigt. Und dann wird umgerührt. Cosi erhitzt den Saft nicht, sondern füllt ihn gleich direkt ab.
Markus, der sucht nach etwas ganz Bestimmten für seinen Salat. Ich habe mir jetzt noch was geholt aus dem Garten, was Masse hat. Das ist der Wiesenknöterich. Auch eine heimische Wildpflanze, die gern wächst, wo es ein bisschen feucht ist. Sehr oft entlang von Bächen oder in so Nasswiesen, da wächst die. Das ist ein super Salat. Das schmeckt original wie Salat. Man könnte Spinat draus machen, ist sehr gesund. Hat man früher scheinbar viel, viel mehr hergenommen. Heute ist es ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und vielleicht kennst du dann diese lieben rosaroten Blüten. Schaut aus, so wie so Pfeifenputzer, so in die Richtung. Da hat man richtige Masse. Das kennst du natürlich auch einen ganz normalen Salat dazu nehmen. Und dann mischt es die Kräuter dazu. Oder es macht es eben wirklich nur mit den Kräutern. Dann ist es einfach intensiver. Und ich mische einfach alles zusammen. Und jetzt dann nehmen wir da unsere Sachen. Wir haben jetzt da zum Beispiel die Knoblauchracke. Die werden wir noch ein bisschen klein zusammenreißen. Man kann es auch schneiden, was dann einfach lieber ist. Dann werden wir uns da bedienen. Der leicht schon richtig schön aus. Der Gundermann mit seinem Blitzblau. Reißen wir einfach auch kleine Blätterl ab und dann die dazu. Das ist das Schöne, so bis Juni, Mitte Juni sind ja die Triebe alle noch recht wach. Sie werden dann im Sommer eine natürlich schon fester, aber jetzt ist das eigentlich alles noch weich und sehr bekömmlich und die Stängel kann man ja einfach auf Zeiten geben. Dann werden wir uns, da bin ich gespannt, ein bisschen einen Sauerampfer reingeben für die saure Note im Salat, damit wir nachher ganz schwer essen können. So, und jetzt da nehme ich vom Günsel einmal nur die Blätter. Da würde ich schon eher sparsam sein, weil die sind echt herb, aber ein paar kann man ruhig reingeben. Es ist viel Gewöhnungseffekt. Man gewöhnt sich mit der Zeit an das. Man ist ja so verwöhnt, diese ganzen Zuchtsorten, die es gibt von den Salaten, die sind ja speziell gezüchtet worden, damit sie einfach sehr bekömmlich sind vom Geschmack, sind aber dann auch wenig ausgeprägt und haben natürlich auch nicht diese Inhaltsstoffe mehr, die unsere Wildpflanzen haben. Die haben das einfach viel, viel konzentrierter drinnen, haben eigentlich so gut wie immer wesentlich mehr Vitamine als alle angebauten Salate. Jetzt können wir es zum Beispiel aus dem Vollen schöpfen. Wir haben ja da die Blüten vom Günsel. Die sind wirklich lieb, die gebe ich am Schluss immer drüber, weil dann haben sie nicht Essigöl oben. Dann wirkt es viel schöner und leuchtet dann einfach gut aus. Die gehen auch einfach zum Abzupfen. Was immer wirklich lieb ist, sind natürlich unsere Gänseblümchen. Auch sehr, sehr, wirklich gesund und bekömmlich. Seifenstoffe, alles Mögliche drinnen. Schaut doch lieb aus. Ich freue mich jetzt schon auf meinen würzigen Salat. Das ist wirklich was Feines. Müsst es einfach einmal probieren. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen zeigen können, wie wertvoll diese Pflanzen sind, die manchmal auch nicht so gutes Image haben. Und vor allem auch, man tut wirklich was Gutes für unsere Tierwelt, für Bienen und die Hummeln und die Schmetterlinge. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns immer über ein Like. Da oben habt ihr mehr von uns und da könnt ihr uns natürlich gern abonnieren. Ciao und pfiat euch!